Das sind jetzt 4 Siege davon. Dann ist die Intern Leute. Hallo Melina. Wir warten, wir fangen jetzt gleich erstmal an. Wir warten erstmal, bis hier noch ein paar Leute drin sind. Ja, hier, reden meine ich. Mach ich mit euch. Guten Abend. Aber Präsenz? Nein, noch nicht. Muss ich noch mal neu starten. Ist hier eine Präsenz, die mit uns reden möchte? Meine Heimat. Sind Sie hier zu Hause gewesen? Können Sie mir eventuell sagen, wie Sie heißen? Ich heiße Florian. Ich heiße Julia. Ich heiße Alex. Ich heiße Emily. Ich heiße Jan. Ich bin der Florian. Ja, Leute, wie ihr heute mitgekriegt habt, ich... Stark. Wie ist dann stark? Ja, ihr Lieben, wir sind heute mit unserem Team unterwegs. In einer verlassenen Höhle. Aktuell ist die Präsenz da. Wenn ihr Fragen zu dieser Höhle habt, stellt die Fragen hier gerne rein. Wenn ihr irgendwie was sehen solltet, postet es bei uns in der Telegram-Gruppe. Medizin. Brauchen Sie Medizin? Haben Sie früher Medizin benötigt? Sophia. Hieß Ihre Frau Sophia? Leider. Oh. Wir sind in der Tropfen, wir sind Tropfen irgendwo. Ihr Lieben, was ihr im Hintergrund hört, das Tropfen hat Licht nicht, weil es hier irgendwie regnet oder so. Also, ich kann ja mal euch da mal hier ein bisschen zeigen. Wir sind hier, wie gesagt, in einer Höhle drin. Weiß. Ja, die Decke ist teilweise auch weiß, da haben Sie recht.
Sie brauchen vor uns keine Angst haben. Wir kommen in Frieden. Zu. Was meinen Sie mit zu? Wenn die Präsenz weg ist, kann Julia gleich mal nach vorne gehen, euch die Bewegungsmelder und die Ghostbälle zeigen, die wir hier hingelegt haben. Gehen. Sollen wir gehen? Wir sind aber gerade erst angekommen. Und wir hatten eigentlich noch nicht vorzugehen. Kann nicht bleiben. Sie können nicht bleiben. Das ist heftig. Sagt, kann nicht bleiben und die ist. Hat er gesagt, kann nicht bleiben? Kann nicht bleiben und ist gegangen. Kann nicht bleiben und die Präsenz ist weg, Leute. Also hier ist das, ihr könnt auch sehen, oh Moment, wenn hier unten sich ein gelbes Dreieck befindet, haben wir Präsenz. Präsenz hat gerade gesagt, kann ich bleiben und Präsenz ist weg. Ich werde euch das gleich auch mal zeigen, wenn wir Präsenz haben, wie es dann aussieht. Also auch ihr könnt Fragen stellen, ne? Ich zeig erstmal. Aber nicht durcheinander quatschen, bitte. Zeig erstmal die Großbälle. Ja, Julia, zeigt euch jetzt mal die Großbälle und die Bewegungsmelder, die wir hier hingelegt haben. Also nicht erschrecken. So, einmal hier rechts haben wir einen Bewegungsmelder hingelegt. Geradeaus, da ist ein Ghostball, der geht nur an, wenn man ihn berührt. Da geradeaus ist ein Ghostball und ein Bewegungsmelder. Und auch ein Ghostball, den man aber jetzt schlecht sehen kann. Auf der rechten Seite haben wir noch einen Ghostball. Kann man mich denn soweit gut verstehen und ist auch klares Bild? Wenn ja, schreibt mal eine 1 rein. Da kommt die erste 1, Tobi schreibt auch eine 1, 1. Ja, ihr Lieben, tut mir leid, dass ich nicht alles drauf kriege hier. Das ist eine richtig geile Location, wo wir uns heute befinden. Also wir sind heute auch das erste Mal hier vor Ort. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier hinzufahren. Ich werde gleich, nachdem wir die PU beendet haben... Luis. Hallo Luis, ich bin's, Florian. So, wir haben wieder Präsenz. Daran kann man das erkennen. Präsenz ist da. Und wie gesagt, das Tropfen, was ihr hier hören könnt, kommt nicht, weil es regnet, sondern wir sind hier in einer Tropfsteinhöhle. Verlassen. In einer verlassenen Tropfsteinhöhle. Schreit.
Wer schreit denn? Also ich schreie sie, ich schreie ja nicht. Ich rede ja ganz normal mit ihnen. Also liebe Leute, wenn ihr irgendwas sehen könnt, irgendwelche Schatten oder Bewegungen, ihr könnt uns ganz gerne folgen in der Telegram-Gruppe und da auch die Bilder einkreisen und uns schicken. André. Ist hier ein André anwesend? Also mein Name ist Florian. Auf der rechten Seite haben wir Julia, auf der linken Seite Emily und den Jan. Dann die Alex. Die Alex und hinter mir ist der Roger und der Fabs. Und die Präsenz ist weg, Leute. Also wie gesagt, wenn wir gleich die, oder was heißt gleich, später die Paranormaluntersuchung beenden, werde ich euch auch die Location mal komplett zeigen. Also und ist schon ziemlich groß hier. Also von uns links aus geht noch weiter in der Höhle rein. Also das ist richtig geil. Ich grüße euch alle. Ja, viele Grüße zurück, Christopher. Und Dankeschön für die Geschenke. Ist hier jemand, der mit uns reden möchte? Und wir haben wieder Präsenz, Leute. Sie brauchen keine Angst vor uns zu haben. Wir kommen in Frieden. Wir wollen uns nur mit Ihnen unterhalten. Sie dürfen auch gerne Ihre Hand benutzen. Feige. Feige? Wer war feige? Also wir sind nicht feige, wir haben keine Angst, wir haben Respekt, aber keine Angst. Ja, wir sind freundlich, das stimmt. Oder sind Sie freundlich? Sie können ganz gerne einen der Ghostbälle aktivieren, damit wir auch eventuell sehen können, wo sie sich gerade befinden. Das würde uns sehr freuen. Sie können auch Energie von den Gerätschaften ziehen, aber bitte nicht von uns, das verbiete ich. Mein Freund. Ist Ihr Freund anwesend? Oder bin ich Ihr Freund? Das habe ich leider nicht verstanden, war irgendwie langer Traum. Land, der hat sich wiederholt. Nee, ich habe langer Traum verstanden. Ja, hier sind wir ja im Land quasi. Das stimmt. Also auf dem Land, ja. War das vielleicht mal Ihr Land? Von Ihnen das Land? Weil hier um der Ecke ist ja auch eine Burg. Können Sie uns über das Land eventuell was erzählen? Boah, Leute, Alter, sieht er das oben rechts an der Decke? Kommt mir so vor, als wären mich zwei Augen angucken. Das ist echt so ein Schneidi. Ne, da oben rechts. Ja, und guck mal, da genau hin. Das ist ein Schneidi, das Krass. Emma. Hat er gesagt? Nein, hier ist keine Emma. Heißen Sie Emma oder haben Sie ein... Ist Emma 78 Jahre alt? Oder sind Sie 78? Könnt ihr diese Präsenz auch hören, Leute? Was gesagt wird, schreibt mal eine 1 rein. Eins.
Da kommen die Einsen. Wunderbar, Leute. Dankeschön. Ja, an den neuen Leuten, die hier zugeschaltet haben, wir machen heute eine paranormale Untersuchung. Die Präsenz ist gerade weg. Wir sind heute in einer Tropfsteinhöhle unterwegs. Julia, ich und unser Team, oder die Hälfte vom Team. Der Fabs ist mit dabei, der Roger ist mit dabei, die Alex ist mit dabei, Julia habe ich ja schon erwähnt, Emily und ihr Mann, Jan. Ja, natürlich, ich bin auch mit dabei. Nur der Uwe, der ist nicht mit dabei. Der war gut. Ja, ein bisschen Spaß mit Fernsehen. Können wir nicht die ganze Zeit ernst bleiben. Ja, im Moment ist es hier ziemlich ruhig, Leute. So leid es mir auch tut. Ich meine, klar, wir sind heute das erste Mal hier. Kann immer noch was passieren. Möchten wir hoffen, dass auch die Präsenz mal den Großball auslöst. Vielleicht kann Julia gleich nochmal nach vorne gehen oder Fabian oder Alexander, Emily oder wer auch immer und nochmal die Großbälle zeigen und die Bewegungsmelder, die wir hier hingelegt haben. Und auch der Guard 2 Meter, da habe ich gerade noch nicht erwähnt, das ist unten das Lämmchen vor dem Stein, das grüne Lämmchen. Das ist unser Guard 2 Meter. Wenn er rot ausschlägt, wissen wir, dass da eine Präsenz anwesend ist. Aber ich mache keine Tasche, also ich habe dich gefragt. Ah, danke schön für die Schatztruhe. Ich mache keine Tasche, also ich habe dich in einer Station, weil wir den Wald. Kommt da, da kommt glaube ich jemand, oder? Nee, die nicht so aus. Wo ist die Taschenlampe? Ja, Julia legt die Taschenlampe noch mal ein bisschen anders hin, damit wir eventuell die Höhle oder den Teil von der Höhle ein bisschen besser ausleuchten können. Bein. Was meinen Sie mit Bein? Ja, Julia, es ist noch dunkler. Also wir haben gerade Präsenz, aber die Präsenz ist noch leise. Sie brauchen nicht schüchtern zu sein. Sie können ruhig mit uns reden. Wir kommen in Frieden. Müssen wissen. Was wollen Sie von uns wissen? Könnt ihr das jetzt so besser erkennen, Leute, oder muss Julia das Licht noch anders hinlegen? Was ist denn, wenn man da grüne Licht, hat er jetzt da rechts vor Alex hingelegt, das hier vorne vor auf den Stein legen. Geradeaus so hoch. Moment. Ja. Ja. Ein bisschen weiter nach links die Taschenlampe. Ja. So ist gut. So, ich werde jetzt den Gimbal ein bisschen... Eine Buchstabe für H-E-E-D. War das Ihre Zeit? Oh, wollen Sie jetzt die jetzige Zeit wissen? Wir haben 2023. Und aktuell haben wir 20 Uhr 21. Da hinten ist jemand.
Jetzt ruhen. Ruhen und Hilfe. Krass. Das ist heftig, Leute. Entschuldigung, das war ich gerade. Er sagt, jetzt ruhen und die Präsenz ist weg. Und das Bild wird unscharf, jetzt nicht mehr. Wir werden auch wahrscheinlich gleich, den haben wir auch noch mit, mit der SLS-Kamera eventuell arbeiten. Gucken, ob wir hier ein paar Aufnahmen machen können. Natürlich. So. Unsere zwei Mädels gehen jetzt nach vorne, Emily und Julia, zeigen euch nochmal die Ghostbälle, wo die liegen. Wenn du da nicht dran glaubst, warum bist du dann hier drin? Dann schau dir andere Lives an. Annika, ja, wir sind heute in einer Höhle unterwegs, in einer Tropfsteinhöhle. Ja, ihr Lieben, da habt ihr die Bewegungsmelder und die Ghostbälle. Da. Der Großballister Julia geht an. Habt ihr das gesehen, Leute? Also Julia hat den Großball jetzt nicht angepackt und der Großball geht an. Also das heißt, dass wir da eine Präsenz eventuell stehen haben. Da, der Großball ist wieder angegangen, Leute. Also das wäre der... Da, ist, der auf. Da, der Bewegungsmelder ist angegangen. Krass. Und vorne vor Julia ist der Bewegungsmelder auch angegangen. Jetzt schlägt es hier auf. Da, der. Jetzt gehen wir auf Seite. Da, der Großball ist wieder angegangen, Leute. Ist ja eine Präsenz anwesend. Das machen sie echt super. Sie können Energie von den Großbällen ziehen, aber nicht von uns. Das verbiete ich. Ja Leute, ihr könnt den Live ruhig teilen und lasst Liebe da. Natürlich haben wir hier auch Leute drin, die an Paranormales nicht dran glauben. Aber dafür sind wir ja da, um euch zu zeigen, dass... Kerze! Nein, wir haben leider keine Kerze heute mit dabei. Da Leute, da ist ein Schatten. Da ist ein Schatten. Hasst du uns? Sie brauchen mich nicht zu hassen. Ich komme in Frieden. Nein, wie wurden gehasst? Nebel. Nebel. Na, hier ist kein Nebel. Draußen ist es ein bisschen diesig. Bisschen diesig, ja, aber mehr nicht. Aber Leute, habt ihr den Schatten auch gesehen? Also geradeaus ist auf jeden Fall Bewegung zu sehen. Oben. Wenn ihr was seht, postet es ganz dringend oder bitte, ich bitte darum, in der Telegram-Gruppe. Link findet ihr dazu bei Flo in der Bio. Da tauschen wir uns über paranormale Sachen aus und über den Alltag wissen. Ja, so, ich werde... Krankheit. Welche Krankheit hatten Sie denn? Können Sie dazu was sagen oder ist das ein Geheimnis? Der EMF-Wert ist bei 65. Ja, schwankt zwischen 65 und 64. Ist zwar nicht ganz so viel, aber höher als sonst wieder hatte. Wie gesagt, wir sind hier mitten in einer Höhle.
oder das heißt mittendrin am Anfang in einer Höhle. Gesündigt. Haben Sie gesündigt? Werden Sie nie gesund? Was haben Sie denn für eine Krankheit, dass Sie nicht gesund werden? Sie sagten ja gerade, dass Sie krank sind. Falke. Falke? Das kann gut möglich sein, dass hier in der Nähe ein Falke Nest hat oder hier rumhockt. Sind noch recht ruhig. Er nicht zu kennen. Wie kann man das auffassen, er nicht zu kennen? Wenn jemand nicht kennt, also dass er jemand nicht kennt. Also ich kann mich ganz gerne nochmal vorstellen. Also mein Name ist Florian. Mein Name ist Julia. Mein Name ist Alex. Ich heiße Emily. Ich bin Jan. Ja Leute, wir sind heute nicht Können alleine unterwegs. Klüger ist als ich. Klüger ist als ich. Wer ist klüger als Sie? Ja, auch ihr dort draußen, die jetzt nicht mit dabei sind, liebe Leute. Ihr könnt auch ganz gerne hier im Live Fragen stellen, die ich hier im Live die Präsenz dann halt auch stelle. Und dann könnt ihr auch im Live quasi mit dran teilnehmen. Ist da ein Geist oder falsch? Wo siehst du einen Geist, Sarah? Ich sehe einen Geist. Ja, Sarah, wenn du einen Geist siehst, dann mach da bitte einen Screenshot von und poste es bei uns in der Telegram-Gruppe. Wie lange sind Sie hier vor Ort? Präsenz ist im Moment ruhig, aber... Präsenz ist immer noch da. Da war die Antwort. Ganz hinten links sieht Sarah eine Präsenz. Ja, wie gesagt, Sarah, wenn du was sehen kannst, dann bitte mach da einen Screenshot von und poste es bei uns in der Telegram-Gruppe. Der Link ist bei uns auf der Seite bekannt. Wie alt sind Sie denn? Können Sie uns das verraten? Oder wie alt sind Sie geworden? Ja, hier in der Nähe sind Gebäude. Ja, an der rechten Seite, wenn wir auf die Höhle rauskommen, ist ein Gebäude. Das stimmt.
Also Sie brauchen vor uns keine Angst haben. Wir kommen in Frieden. Meine Buchstabe sind H-E-I-T. Meine Zeit. Das zweite Mal schon. Was meinen Sie mit Ihrer Zeit? Ist das jetzt Ihre Zeit, wo Sie uns ein paar Sachen erzählen können? Ohne Familie. Ohne Familie. Sind Sie ohne Familie anwesend? Sind Sie alleine anwesend? Können Sie einen der Großbälle aktivieren? Das würde uns sehr freuen. Damit wir sehen können, dass Sie auch vor Ort sind. Da hinten ist ein kleiner Junge. Heiraten. Heiraten. Wen wollen wir heiraten? Nathalie, dann bitte raus damit. Dankeschön. Nathalie, wenn du bei uns im Live drin bist, dann schmeiß sie bitte raus. Ich habe Angst. Sie brauchen vor uns keine Angst zu haben. Sorry. Also wir kommen in Frieden. Wir wollen uns nur mit Ihnen unterhalten. Was wussten wir denn nicht? Oder was wissen wir nicht? Haben Sie ein Geheimnis vor uns? Wenn ja, werden Sie uns das Geheimnis eventuell verraten? Verunreinigt. Das ist sein Geheimnis. Wir haben das verunreinigt. Du hast ihn gefragt, was sein Geheimnis ist. Ja. Verunreinigt. Was haben Sie denn verunreinigt? Oder was wurde verunreinigt, was Sie wissen? Niemand kam. Niemand kam. Haben Sie hier selten Besuch? Oder ist heute diese Untersuchung neu für Sie? Haben Sie sowas noch nicht erlebt? Also Sie brauchen keine Angst zu haben. Wir haben hier Gerätschaften, Taschenlampen, die Großbälle, Bewegungsmelder. Davon können Sie ganz gerne Energie... Sie können da ganz gerne Energie von ziehen, aber bitte nicht von uns. Wer ist? Sie ist. Ist sie da? Ist ja auch eine Frau anwesend, die mit uns reden möchte. Ja, bis jetzt hat sie nur Männer. Wer auch eine Frau. Ist sie Sophia anwesend? Weil gerade ist der Name Sophia gefallen. Oder Emma. Ewigkeit. Ewigkeit. Also Leute, wenn ihr euch da euch was vorstellen könnt, könnt ihr es hier ganz gerne auch im Live hineinschreiben.
am Rücken drücken können. Willst du kurz raus und dann übernehme ich? Ja, alles gut. Ja, Präsenz ist jetzt auch gerade weg. Ja, wie gesagt, Leute, bei den Neuen, die hier zugeschaltet haben, wir sind heute in einer Tropfsteinhöhle unterwegs. In einer verlassenen Tropfsteinhöhle. Und ja, die Tropfsteinhöhle ist ziemlich groß und geht auch noch ziemlich weit rein. Ich werde euch auch gleich mal die Tropfsteinhöhle mal komplett zeigen. Also ziemlich interessanter Ort. Einmal das K2 Meter zeigen. Geht mal eben nach vorne und zeigt euch das K2 Meter. Warum direkt da vorne? Kein Wunder, dass man nicht sieht. Du hast auch gar nicht gesehen. Ja. Ich dachte, ich stehe da hinten. Nein, ich habe es nur eben hier vorne hingestellt. Ach so. Weil eben die ganze Zeit so vorne angesehen. Ja, Julia hat gerade das K2 Meter in der Hand. So, und es schlägt aus. Ich hab nichts an dir. Sind Sie gerade bei Julia? Wenn Sie bei Julia sind, ich verbiete es, bei Julia Energie zu ziehen. Sie können an den Gar 2 Meter Energie ziehen, aber nicht von Julia. Das verbiete ich. Das Rauschen wegmachen. Ja, geht leider nicht, Nathalie. Also... Da draußen ist die der Ghost Radio. Ah, Julia, dann leg den Gas 2 Meter mal irgendwo hin, wo man ihn sehen kann. Da, am besten vor den Stein. Ja, bei dem Kleinen. Ja, am besten bei den Kleinen, links. Da links, neben dir hast du einen kleinen ja. So, ihr Lieben, ich zeige euch jetzt mal ein bisschen die Höhle hier. Ja. So schaut das Ganze aus. Hier rechts ist ein ja, Wohnhaus. Ja, weiter hinten. Weiter hinten. Hier haben wir unsere Location, wo wir gerade die paranormale Untersuchung machen, ein Stück von der Höhle. Und links von uns, wo Emmy und Jan gerade sitzen, die Höhle ist endlos lang. Also, was heißt endlos? Also, ich werde euch das jetzt mal zeigen, gucken, ob ihr das erkennen könnt. Also, so sieht das Ganze aus. Julia macht jetzt nochmal eine andere Taschenlampe an, eventuell. Da, da habt ihr die Höhle. Da könnt ihr gucken, wie weit das reingeht, Leute. Das ist ziemlich krass. Malerei. Malerei. Ja, hier in der Höhle wurde auch leider gemalt. Das stimmt, also. Ja, Graffiti hat man leider überall. Ja. An irgendwelchen Location, da bleibt nicht aus. Deswegen, falls. Foto. Nein, wir machen keine Fotos. Wir sind am Aufnehmen. Wir sind gerade live vor Ort. Sind da die auch Bären drin? Ja, wir haben Nacht. Ja, das heißt, wir haben Nacht. Wir haben abends, spätabends. Was meint er mit Fotos? Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht meint er, wenn die. Ja, ich denke mal, dass hier viele Leute hinkommen, die auch hier Fotos machen. Moment, ja. Stresse. Ah,
Also wenn Ihnen das hier zu stressig ist, dann müssen Sie es sagen. Aber halt es bezüglich, wir kommen in Frieden. Also mein Name ist Florian. Mein Name ist Julia. Mein Name ist Alex. Mein Name ist Emily, der Großball. Da, der Großball geht an. Und die Präsenz ist am Großball. Sind Sie gerade am Großball? Das machen Sie super. Damit können wir sehen, dass Sie anwesend sind. Können Sie den Großball nochmal aktivieren? Aktivieren Sie nochmal den Großball, das haben Sie echt toll gemacht. Das machen Sie wunderbar, wenn Sie den Großball aktivieren. Damit können wir sehen, dass Sie anwesend sind. Und wo Sie sich gerade befinden. Wenn Sie Energie brauchen, können Sie Energie von den Gerätschaften ziehen, aber nicht von uns. So Leute, ich werde mich gleich auch mal nach vorne bewegen. Dann setze ich mich hinter das Handy. Aber mir tut der Rücken schon weh vom ganzen Sitzen. Ja, das war ja auch eine Strecke bis hierhin. Wir sind über, keine Ahnung, über hunderte Kilometer gefahren, wenn nicht noch mehr. Und der Weg war sehr steinig hier. Ja, ziemlich steinig. Ich bin ziemlich steil auf jeden Fall. Ja, tut mir leid. Aber das tut man ja alles für euch voller Waller draußen. Guck mal hier, der Schatten auf der rechten Seite, der sieht aus wie ein Engel. Ich finde, da oben sieht es aus wie ein Engel. Ja, meine ich ja, hier da oben rechts. Oben, oben rechts, da ist mein Finger. Sieht aus wie ein Engel. Und ihr Lieben dort draußen, wenn ihr jetzt denkt, wir haben hier irgendwie was manipuliert oder wir werden ja nur faken oder so, nein, das machen wir nicht. Wir wollen euch draußen das Paranormale zeigen. Und wollen euch zeigen, dass nach dem Tod noch was existiert. Oh, ey. Mein Rücken drückt mich um. Der alte Mann muss gleich mal aufstehen. Ja. Elisabeth Verweg, was ist los bei euch? Hey, was soll denn los sein? Treulos. Wer war denn treulos? So, ich werde mich jetzt gleich auch mal nach vorne bewegen. Ja, dann kannst du einmal die Großstelle ja zeigen. Weil man sagt ja, jeder Schritt macht schlank. Oh, also, Moment, jetzt wird eben. Das Flugzeug. Ist hier draußen ein Flugzeug? Ich gucke. Ach du Scheiße, da ist ein Gesicht. Da ist ein Gesicht, Leute. Es war eben geradeaus. Da ist ein Gesicht, Leute. Könnt ihr das Gesicht sehen? Da ist die Bestätigung. Das machen Sie sehr schön. Könnt ihr das Gesicht sehen, Leute? Später. Da hinten am Stein, da ist ein Gesicht zu sehen. Wenn Sie hinten am Stein sind, können Sie einen der Bewegungsmelder auslösen oder einen der Großbälle. Sie können Energie von den Gerätschaften ziehen, aber nicht von uns, das verbiete ich.
Und wenn wir die paranormale Untersuchung abgeschlossen haben, bleiben Sie auch bitte hier und kommen nicht mit. Ja, wir sind hier. Wir sind hier mit... Oh, lass mich nicht lügen. 1, 2, 3... Mit 7 Leuten. Boah, kann ich das irgendwie ranzoomen? Ja. Da ist ein Gesicht zu sehen, definitiv. Da ist ein Gesicht. Alter, das ist so heftig. Wie kann ich das hier wegmachen? Ben, der hat einen Namen genannt. Ben. Sind Sie der Ben? Oh, wir haben hier wieder einen Ben anwesend. Umfall. Ja. Wenn Sie der Ben sind, können Sie sich bemerkbar machen und Bewegungsmelder unter Großvoll auslösen. Noch warten. Okay, gut, dann warten Sie noch. Geradeaus, Melissa Korbach, geradeaus. Geradeaus am Stein ist ein Gesicht zu sehen. Ganz hinten, wo es so dunkel ist. Quasi, Moment. Da ist mein Finger. Warte. So, jetzt habe ich das Gesicht verdeckt. Und jetzt ist es wieder zu sehen. Jetzt ist es wieder weg. Sieht auf jeden Fall aus wie ein Gesicht. Ob es jetzt genau ein Gesicht ist, weiß ich nicht. So, wir haben auch aktuell jetzt gerade Präsenz. Fabian wollte gerade sagen, wenn er irgendwas sieht, könnt ihr das ganz gerne in einer Telegram-Gruppe posten. Was? Haben Sie hier in der Nähe gewohnt? Oder ist das Ihr Haus hier, die Höhle? Fühlen Sie sich hier wie zu Hause? An was für einen Ort sind wir? Das wird leider nicht bekannt gehen. Genau, mit Ihnen sind wir hier an diesem Ort. Wir sind in einer Tropfsteinhöhle unterwegs. Deswegen tropft es auch im Hintergrund. Ich werde gleich auch mal die Decke mal zeigen. Wir haben ja keine... Da, Präsenz ist weg. Taschenlampe. Ja, am besten lässt die Taschenlampe hier auf dem Tisch liegen. Ja. So. Da aber die Decke... Und da können wir sehen, da ist die Decke. Also hier haben wir teilweise Kristalliten. Kann man das Rosé, kann man das Gesicht näher sehen? Ja, ich werde gleich mal ranzoomen. Aber im Moment haben wir keine Präsenz. Genau, wissen, wenn einer... So, ich zeige euch einmal... Nee, dann schaut mir einmal die Plätze nur. Ja, bitteschön. Oh, ja, ich kann nicht aufstehen, ne? Ja, bitte, einmal einen Kran kommen lassen, also. Boah! Alter, ich spiele nie wieder Fußball mit Stallkappenschuhe. Ja. Warum macht man das? So, erzähl ich dir gleich. So. Ja, hab ich schon gesehen, Mike. So, der Florian geht jetzt einmal nach vorne. Präsenz haben wir auch gerade aktuell keine. Der hat Flo ausgelöst gerade. Ja, Grüße gehen zurück, Christopher. Was war das? Ich hab nur eine Dose. Okay. Da haben wir einmal den Großbord. Weiter geradeaus. Da müssen zwei oder so liegen, irgendwo. Genau, der Flo macht einmal alle Großbörder einmal nochmal an, um euch die zu zeigen, wo wir die liegen haben. Hä? Ja, bis weiter nach oben. Ist auch einer.
Ja, hey, ganz oben ist kalt. Nee, ganz oben nicht. Aber da, wo das Licht ist, da müsste noch was besser sein. Präsenz ist da. Oh, da ist jetzt wieder. Moment. Runtergefallen? Ja, den habe ich mit Absicht, weil er da oben nicht mehr hielt. Ich hasse. Wem hassen Sie? So, wir machen das einmal so, dann kann der Fuß besser sehen. Halt da nicht. Entschuldigung, SOS, will ich nicht. Will ich nicht. So. Dann legt ihn da wieder hin. Vieh. Ja, hier könnten auch Tiere sein. Ja, ihr nennt sie immer bei der Fischschranke da vorne, wie wir da. Wenn man da immer die Insekten sieht. Ja. Genau, und Roger? Rechts von dir. Rechts, andere Seite. Ja. Wunderbar. So. So. Nee, da liegt keiner. Die haben wir weggetan, weil man die nicht im Bild so wirklich sieht. Ja, dann könnte man das bisschen sehen, ja. Ja, tut mir leid, dass es gerade ein bisschen ruselig ist. Die Männer dekorieren da gerade ein bisschen um. Danke für eure Likes. Die Präsenz hat gerade gesagt, durch nichts. Ja, hier ist es ein bisschen durch nichts. Wir sind... Komm zurück, Leute. Papa, komm. Komm zurück. Komm zurück. Die Präsenz hat gesagt, komm zurück. Ja, mein Vater und Flo kommen jetzt auch wieder zurück. Der ist angegangen, ohne dass da jemand vor ist. Hier unten der. Moment. Der ist angegangen, ohne dass da jemand im Sensor war. Dann ist auf jeden Fall einer dran. Ja. Okay, Mike, wenn du was siehst, dann mach bitte einen Screenshot von. Lass ihn da so liegen. Aber da gerade, der Bewegungssensor ist gerade angegangen. Ohne dass ihr im Bereich wart. Ja. Angst. Sie brauchen keine Angst zu haben. Wir sind ganz, ganz friedlich. Wir möchten uns nur mit Ihnen unterhalten. Sie brauchen auch keine Angst vor dem Klo haben. Wir haben auch keine... Oh. Ja, die waren ein bisschen höher gerade gegangen. Mochten Sie das nicht? Ja, Mike hat gerade auch geschrieben, dass er einen Schatten gesehen hat. Mhm. Genau, Flo hat gerade den Karl 2 Meter in der Hand, der schaut gerade da mal nach, ob er da was sieht. Flo, geh mal weiter nach oben. Ruhen. Möchten Sie Ruhe haben? Sind wir Ihnen gerade so gruselig? Warum? Das ist... Dort links irgendwas. Okay. Das ist heftig. Wer war grausam? Waren Sie gerade bei dem Flo links gewesen? Ja, bin dabei. Nein, der war gerade hier vorne. Ist die Wiese. Die Präsenz ist gerade weg. Guten Abend, Andi.
kann keine Aufnahmen mehr machen, warum auch immer. Und das ist gerade froh. Danke für die Geschenke. Ja, schau ich sofort nach, Mike. Wenn ihr so, das ist die SLS-Kamera. Das sieht ihr. Das ist schon heftig. Der ist riesig. Ja, danke selbst. Ich weiß es auch nicht, was ja. Habt ihr das gerade gesehen? Auf der SLS-Kamera? Die liegt auf der Wiese. Wenn eine Präsenz da ist, machen wir die Suche bemerkbar. Wir haben hier so Großfälle und Bewegungsmelder. Das wäre sehr nett, wenn sie so rühren würden. Das ist eine Frauenstimme. Was hat mich geholfen? Ich habe das Gefühl, dass es nicht Sophie ist. Oder Emma. Sind Sie die Sophie oder die Emma? Können Sie uns da verraten, wer Sie sind? Grausamkeit. Ist hier eine Grausamkeit passiert? Schatz, hast du gerade das Geräusch gemacht? Okay. Blick auf mich. Wir würden Sie gerne sehen wollen. Wenn Sie sich bemerkbar machen, dann wissen wir, wo Sie sind. Sie können einer der Großbälle oder Bewegungsmelder berühren oder den Kart 2 Meter zum Ausschlagen bringen. Danke fürs Feuern. Wurden Sie hier in der Höhle vielleicht zugeschüttet? Verteidigt. Wurden Sie aber hier in der Höhle vielleicht zugeschüttet? Ja. Ist das Ihre Höhle? Dürfen wir hier nicht sein? Da. War das Flo? Nochmal zu verteidigen. Danke fürs Folgen. Wir sind gerade in einer Tropfsteinhöhle, in einer verlassenen. Mach mal so. Das ist Ihre Höhle. Das Tropfen von links wird aber auch stärker. Mhm. Das hörst du aber. Ja. Warum wollen Sie die Höhle verteidigen? Mein Fluch. Ja. Wegen Ihrem Fluch möchten Sie deswegen die verteidigen, die Höhle. Dann waren Sie das wahrscheinlich auch gerade in den Truppen. Ja. Sie sehen? Mhm, das ist ein Schatten gewesen. Der ist rausgeflogen. Ja. Das hat uns ein bisschen rausgeflogen, Schatten. Alter. Waren Sie das vorhin gerade über uns? Alle bitte den Stream teilen und liken. Die Armee. Welche Armee? Die Präsenz ist weg. Das ist heftig, ja. Ich sehe, der Schatten rausgeflogen ist. Danke fürs Teilen. Da Sie gerade rausgeflogen sind, haben Sie vielleicht den Weg ins Licht gefunden? Es ist gerade sehr ruhig. Danke für die Geschenke.
An alle, die neu dazugekommen sind, wir machen gerade eine aktuelle paranormale Untersuchung in der verlassenen Tropfsteinhöhle. Die Präsenz ist gerade weg, dadurch ist es sehr ruhig. Nee, wir haben gerade keinen Summen gehört, Mike. Wir haben halt nur das Rauschen hier vom Ghost Radio. Okay. Oh, danke. Das kann auch gerade eventuell Emily gewesen sein. Ich schätze, du bist gerade im Bild. Hallo. Das war der Schatten los. Genau, da war gerade der Florian. Danke für die. Ich sehe die doch am Tisch. Danke für die Rose. Können Sie sich durch die Ghostbälle oder Bewegungen so bemerkbar machen, damit Sie wissen, dass Sie hier sind? Was? Hanna. Wie ist hier die Hanna? Nee, ist eine Männerstimme, würde ich sagen. War Hanna ihre... Oh, danke für die Goldrose. War Hanna vielleicht ihre Tochter? Danke für die Königsrose, Carmen. Möchten Sie vielleicht mit uns reden, sagen, was hier passiert ist? Oder warum Sie hier sind? War Ihre Tochter Hanna vielleicht früher in der Armee gewesen? Sie sind tot. Also mehrere. Ja. Wir hatten... Also die Kinder sind tot. Sind die hier gefallen? Wir hatten drei Frauennamen. Oder wurden sie hier zugeschüttet? Die drei Frauennamen, die sie uns genannt haben, waren das ihre Tochter und ihre Frau gewesen? Wenn wir damit recht haben, dann aktivieren Sie die Ghostbälle oder die Bewegungssensoren. Tropft. Ja, hier tropft es. Ja, ist auch eine Tropfsteinhöhle. Ist auch logisch, dass es tropft. Wenn Sie anwesend sind, können Sie einen der Ghostbälle aktivieren. Lösen. Was meinen Sie zu lösen? Hier war aber niemand böse. Warum sind wir böse? Wir machen doch nichts. Also kommen in Frieden. Wir sind liebe Menschen, keine böse Menschen. Maschine. Habt ihr keine Angst? Nein, Angst sollte man nicht haben, sondern Respekt. Genau. Möchtest du wieder sitzen? Ja, alles gut. An alle, die gerade dazugekommen sind, wir machen gerade eine paranormale Untersuchung in der verlassenen Tropfsteinhöhle. Aktuell haben wir keine Präsenz, deswegen ist es auch gerade sehr ruhig hier. Wenn dann noch hier eine Präsenz anwesend ist, dann aktivieren Sie die Ghostbälle oder die Bewegungssensoren.
Moment ist es ruhig. Sehr ruhig. Und man hört im Hintergrund die Regentropfen. Ja, Regentropfen sag ich schon. Von den Kristalliten. Oder Kalkstein oder immer. Ja, kann sein, dass sie sich hier im Krieg vor der Armee versteckt haben. Weil die ist doch schon sehr groß. Oh Mann, das ist hier ziemlich ruhig. Ja, der Präsenz. Ah, Präsenz ist wieder da. Wenn eine Präsenz da ist, ist der Mann wieder bemerkbar. Sie können sie sehen durch die Ghostbälle oder die Bewegungssensoren. Also können sie es bemerkbar machen. Ich sollte halt mehr von der Präsenz ein bisschen Luft zum Atmen bringen. Ja. Ja. Stellen zu viele Fragen. Eins. Oh, das war ein Kind. Ja. Hörte sich an wie ein Bist du das, Mädchen. Emma? Stimme. Ja, vielleicht kann er so ein Kind mit dem Namen Helle. Oder Sophia. Zeit. Brauchen Sie etwas Zeit? Wenn ja, dann können Sie Energie von den Gerätschaften ziehen. Das erlaube ich Ihnen, aber bitte nicht von uns. Die Zeit geben wir Ihnen auch. Gewinnen. Ja, Sie können Energie gewinnen, das stimmt. Sie können Energie ziehen von den Großbällen, von dem Gas 2 Meter, Bewegungsfelder, von unseren Handys. Aber nicht von uns, das verbiete ich. Oder möchten Sie Zeit gewinnen? Da. Wo denn? Können Sie sich bemerkbar machen vielleicht? Glaubt ihr an Gott? Die Frage kannst du ja selber stellen. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich bemerkbar machen würden. Wenn Sie da sagen, können Sie sich dann mal zeigen, wo Sie genau sind. Oder vielleicht hat sie es gerade versucht, aber sie ist gescheitert. Ja. Weil die ist jetzt auch wieder weg, die Präsenz. Sie können es dann nochmal versuchen. Wir haben hier ein paar Bälle, Bewegungsfelder, ein paar Zöllen. Sie können überall Energie ziehen. Das schaffen Sie. Ich muss sie sitzen. Hallo an alle, die gerade dazugekommen sind. Wir machen gerade eine paranormale Untersuchung in der Tropfsteinhöhle. Roger, du musst ein bisschen lauter sprechen, man versteht dich nicht. Ja, am besten hinter den Sternen. Ja, im Moment ist es auch sehr ruhig. Wir haben aktuell keine Präsenz. Vielleicht möchte die Emily noch mal nach vorne gehen, um die Großbälle zu zeigen, auf der Präsenz, wo sie liegen. Ich gehe nach vorne, ich zeige die nochmal. Okay. Ich gehe dann mit. Hm? Ja. Ja. Ja, hier, geh nochmal hin, nach vorne. Feinlich war es.
Ja, aber ich bin auch von anderen. Ja, das ist ein Problem. Links von dir. Links von dir. So. Ja, ja, links von dir. Ja, ja. Volle Kleidung an Farben für sowas. So, das ist die Präsenz wahrscheinlich. Ah, wir haben Präsenz, Leute. Da oben, die Ghostbälle. Die Ghostbälle sind angegangen. Alle beide. Achso. Okay. Scheiße. Ghost Radio ist raus. So Leute, Ghost Radio ist gerade abgebrochen. Wie man hören kann, das Rauschen ist weg. Wir werden das Ghost Radio nochmal kalibrieren. Ja, nochmal neu starten. Liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass wir nicht das perfekte Netz hier haben. Ah, Farbs hat sich beinahe auf die Nase gelegt. So, Ghost Radio haben wir. Es braucht noch ein paar Minuten zum Kalibrieren. Ja. So, jetzt konzentrieren wir uns wieder auf das Wesentliche. Hoffe ich mal. Das Ghost-Lady muss ich jetzt nochmal kalibrieren. Das dauert wieder ungefähr so 10 Minuten. Ja, das ist zu unruhig hier. Ja. Ist ja eine Präsenz anwesend, die mit uns sprechen möchte. Also Conny, wir sind gerade in der verlassenen Tropfsteinhöhle. Ich nehme aktuell keine Live- Ist hier eine Präsenz, die mit uns reden möchte? Conny, diese Location wird nicht bekannt gegeben. Nein, ich habe schon gesagt, dass wir... Wir sind in einer Tropfsteinhöhle. Viele Seelen. Ja, hier sind viele Seelen anwesend, das stimmt. Können Sie uns verraten, mit wie vielen Seelen Sie hier sind? Schon wieder verteidigt. Ja, sie versuchen die Höhle zu verteidigen. Sie brauchen die Höhle nicht verteidigen. Man hört euch da hinten nicht. Genau.
Können Sie uns sagen, gegen wen Sie die Höhle verteidigen möchten? Verflucht. Schon wieder verflucht. Ist die Höhle verflucht? Haben Sie einen Fluch auf die Höhle gesetzt? Ja, wahrscheinlich. Alt. Ist das ein alter Fluch? Ich hoffe, meine Tüte Deutsch hat mir auch geholfen. Ich hab's. Ach so, ja. Wer kennt es nicht? Können Sie sich vielleicht bemerkbar machen, wo Sie gerade sind? Er weiß. Er weiß? Wer weiß etwas von uns? Meinen Sie mich damit? Weiß ich, dass Sie geradeaus sich gerade befinden? Sind Sie der Schatten, den ich geradeaus wahrnehme? Alter. Eine Masse? Alter, das sah gerade so aus, als würde mein Bild sich bewegen. Ja, er war ich aber nicht. Warte, ich, Moment, nicht erschrecken. Ich habe so die ganze Zeit das Gefühl, dass da hinten, geradeaus, am Ende quasi, uns die ganze Zeit einen Schatten anguckt. Und ich sag Schatten und das Bild fängt an zu wackeln. Leute. Du bist immer noch nicht am Himmel dran. Ja. Nein, bin ich nicht. Ja, guck mal. Also Leute, ich bin nicht am Gimbal, ich bin nicht an meinem Gimbal dran. So, ich habe jetzt hier, ich habe die Hände hier. Ich berühre den Gimbal nicht. Aber ich habe die aktuell, habe ich im Bild die ganze Zeit eine Bewegung drin. Bewegen Sie sich von links nach rechts. Was war das denn? Wenn hier eine Präsenz anwesend ist, können Sie einen der Großbälle aktivieren. Oder gehen Sie vorne am Gar 2 Meter. Sie können ganz gerne Energie vom Gar 2 Meter ziehen. Einer von uns kann auch ganz gerne den Gar 2 Meter mal zeigen, wie der funktioniert. Julia wird gleich mal nach vorne gehen. Oder geht jetzt eben nach vorne und zeigt euch, wie der Gar 2 Meter funktioniert. Und aber auch die Präsenz. Komm mal weiter nach vorne, kannst ruhig weiter nach vorne kommen, damit man doch Bescheid sieht. Unten. Und da steigt der Geier 2 Meter aus. Gehen wir weiter runter. Ne, da ist nix. Die Präsenz sagte gerade unten.
Sie sind unten und sie sind verloren. Das machen sie echt super. Sie können den Guard 2 Meter ruhig noch weiter ausschlagen. Versuchen Sie den Guard 2 Meter mal bis zum roten Bereich auszuschlagen. Ja, wunderbar. Genau so wollen wir das sehen. Genau so. Genau so wollen wir das sehen. Ja, Leute, könnt ihr sehen, dass der Guard 2 Meter komplett ausschlägt. Und Julia hat nichts an ihrem Körper. Die hat das Handy hier liegen. Julias Handy, darüber haben wir das Großradio am Laufen. Oh, Moment, jetzt habe ich das Großradio leiser gemacht. Scheiße. Ah! Ja. So, sehe ich jetzt nicht. Moment. Da ist Julia wieder mit dem Gasometer, da ist nichts. So, jetzt werde ich Julia einmal mit dem Gimbal verfolgen. Und da schlägt er wieder aus. Die Präsenz steht quasi vor uns. Mögen Sie die Julia? Wenn Sie Julia mögen, können Sie einen der Großbälle aktivieren? Oh, wenn Sie Energie brauchen, das machen Sie echt super. Den können Sie echt. Die Energie können Sie weiter vom Grad 2 Meter ziehen. Dreh dich mal mit dem Guard 2 Meter zu uns, damit wir das auch sehen können, Julia. Den Guard 2 Meter zu uns drehen. Ja, hab ich doch. Da, schlägt aus. Da unten Blinkwart. Oh. Der sagt unten, vorm Stein. So reflektieren oder so. So ein richtiges, krasses, so ein Flackern oder so. Haben Sie sich gerade bemerkbar gemacht? Sind Sie gerade unten auf dem Boden? Nein, weil hinter, da wo, in der Nähe, wo der Großball auf dem Stein liegt, war das. Hinterm grünen Licht. Stopp. Ja. Da hat er leicht ausgeschlagen. Ich sehe gar nichts. Boah, Alter. Man kann die Präsenzen nur sehen, wenn die, ja, einen der Gerätschaften oder so aktiviert, ob das die Großbälle sind oder Bewegungsmelder, daran können wir vom Team aus erkennen, okay, da ist jemand. Oder halt, wie Julia das gerade schon gezeigt hat im Live, mit dem Guard 2 Meter, wenn er ausschlägt, egal wie er ausschlägt. Wir haben das Jahr 2023. Welches Jahr haben Sie? Ist meine Mutter wieder in der Arbeit als Modi? Ist meine Mutter wieder in der Arbeit als Modi? Sind Sie krank? Kopfschmerzen. Haben Sie Kopfschmerzen? Oder irgendwie, du hast doch irgendwie gesagt, du hast Kopfschmerzen oder nicht. Das war schon vorbei, da im letzten Vorhinein. Ja, wie wir unten waren noch, ne? Aber ich habe verstanden, Rückenschmerzen. Oder haben Sie Kopfschmerzen? Müssen wissen. Was müssen wir wissen?
Alter. Ich hab hier einen Tropfen von oben, ne? Ist ja eine Seele anwesend, die mit uns sprechen möchte. Sie brauchen vor uns keine Angst zu haben. Wir kommen in Frieden. Sind Sie hier für immer? Hände. Was ist denn mit Ihren Händen? Ja, wie gesagt, Leute, wenn ihr irgendwie was sehen könnt, ob Schatten oder irgendetwas anderes, dann macht davon einen Screenshot und stellt es ganz gerne bei uns in der Telegram-Gruppe. Wir sind in Deutschland Brücke durchgefahren, ja. Sogar durch mehrere Brücken. Und jetzt zuckt es vorbei. Unter der Brücke. Bis unter der Brücke. Was meinen Sie mit bis unter der Brücke? Ereignis. Werden wir da etwas sehen, wenn wir uns auf den Weg nach Hause machen? Ein Ereignis. Wollen Sie uns warnen? Die Treppe. Was meinen Sie mit die Treppe? Ist Ihnen auf der Treppe was passiert? Oder wollen Sie uns warnen vor der Treppe? Wenn ja, oder für ein Ja, können Sie einen der Großpfeile aktivieren. Ja, ich war gerade mit meinem Team, oder mit unserem Team, an einem Lost Place. An der Halle lag ein...
In der Halle drin lag sowas wie so eine Art Plattenspieler, das stimmt. Ihr könnt auch ganz gerne meine Seite verfolgen, da habe ich eben gerade ein neues Video hochgeladen. Da kann man so ein, ja, was heißt Plattenspieler, das ist so eine Art Musikbox. Kann man da sehen. Was meinen Sie, dass wir Sie vergessen sollen? Vergessen Sie mich. Warum sollen Sie vergessen? Wir werden gleich ganz friedlich hier abbauen und dann auch gehen. Aber ich bitte, dass Sie hier vor Ort bleiben und nicht mit uns gehen. Das verbiete ich Ihnen. Ja Leute, im Moment ist es ruhig. Wir haben auch aktuell keine Präsenz anwesend. Ich werde gleich, nachdem wir hier abgebaut haben oder wenn die hier abbauen, werde ich hier mal rumlaufen mit ein paar vom Team und euch mal die Höhle zeigen. Weil das ist nicht alles, was man hier jetzt gerade aktuell sieht. Die Höhle ist riesengroß. Und ist auch ein ziemlich interessanter Ort. Ist hier jemand, der mit uns abgehen möchte? Aktuell haben wir wieder Präsenz. Warum hassen Sie sich denn? Wenn Sie uns ja verraten. Sanitäter. Waren Sie mal Sanitäter gewesen? Oder haben Sie hier in der Höhle einen Sanitäter benötigt und sind hier verunglückt? Ums Leben gekommen eventuell. Und seitdem an wohnen Sie hier. Wenn ich damit richtig liege, können Sie einen der Großballer aktivieren für ein Jahr? Oder machen Sie sich doch mal anders bemerkbar. Wer tat Ihnen weh, der Sanitäter? Er tat ihm weh. Leute, was meint ihr? Wurde er eventuell vom Sanitäter verletzt? Was ich aber eigentlich nicht glaube, weil Sanitäter sind ja dafür da, um zu helfen. Ja. Ich denke mal, wenn dir hier irgendwas passiert, bist du auf jeden Fall weggeschmissen. Ich hab gerade mal geschaut, der hat von Ihnen gesagt Tunnel, ne? Eisenbahn. Oder den Schienenverkehr, der hier fährt. Der ist genau hier drunter durch. Sie drunter? Ja. Ich glaube doch keinen. Fährt hier drunter durch. Ja, geil. Wie man fährt nicht mehr angemacht von der Straße. Von der Straße. Ja, wie man fährt nicht mehr angemacht von der Straße. Leuchtet da einer hoch. Das war gerade Julia. Julia ist gerade aufgestanden und schaut eben.
Okay. Na, hier ein paar Meter von uns entfernt ist eine Hauptstraße. Sehen kann. Können Sie uns sehen oder wir Sie? Das freut mich, wenn Sie uns sehen können. Wir können Sie leider nicht sehen. Können Sie einen der Großquelle aktivieren? Intrigen. Was also meinen Sie damit? Im Hinterhalt mäßig. Das ist Intrigen. Wenn Sie vielleicht sehen. Wer wurde hier getötet? Wurden Sie hier getötet? Die hinteren hört man nicht. Ja, die stehen auch etwas weiter von uns entfernt. Also wir können uns leider nicht anders hinstellen. Ja doch, eigentlich hinter mir. Ja, aber dann können die nicht sehen. Er liegt und die Präsenz ist weg. Er liegt. Was meinen Sie mit liegen? Und wer liegt? Liegen Sie auf dem Boden? Siehst du halt mit der SOS-Kamera? Machen, warum auch immer. Wieso das denn nicht? Es gestört mich nicht mehr. Ja, ziemlich groß. Ich will warm, ich will nochmal die Großbänder zeigen. Aber im Moment ist es hier ziemlich ruhig, Leute, so leid es mir auch tut. Aber kann man natürlich nicht wissen, welche Location am besten ist. Ich meine, die Location ist für uns auch gerade erst neu. Wir sind heute das erste Mal hier. Wo wir genau sind, wird nicht bekannt gegeben. Wir sind hier an einer... 28. Sind Sie 28 Jahre alt? Man kann ja leicht was erkennen. Entschuldigung, da war ich. Hart arbeiten. Hart arbeiten. Haben Sie hier früher hart gearbeitet? Waren Sie hier vielleicht früher Minenarbeiter? War hier früher eine Mine? 1987 oder haben Sie bis 87 Jahre hier gearbeitet?
Da haben Sie ja ziemlich lange gearbeitet für Ihr Alter. Ja, früher war es so gewesen. Aber geht leider nicht. Ja, sorry Leute für die Unruhe. Aber wir sind gerade hier was am Ausprobieren. Ich kann ja auch einmal die Großbirne einmal kurz zeigen. Ich kann Farbsichten jetzt machen. Das Auto, was ist mit unserem Auto? Oder was meinen Sie mit Auto? Oder was ist mit Ihrem Auto? Mein Grab. War Ihr Auto Ihr Grab? Sind Sie mit Ihrem Auto hier verunglückt? Oder hier in der Nähe? Gut. Habe ich damit recht gehabt? Oder liege ich damit richtig? Guten Abend, Blondie 52. Ja, an die Follower dort draußen, die zugeschaltet haben. Wir sind heute in einer Tropfsteinhöhle unterwegs. Und haben auch gerade Präsenz. Was meinen Sie mit zu vollenden? Sollen wir die Untersuchung abbrechen? Ja, Lien, wir werden noch nicht mehr allzu lange machen. Weil wir haben noch ein ziemlich... War mutig. Wer war mutig? Ja, wie gesagt, wir werden gleich hier abbrechen. Ja, was heißt gleich? Wir werden noch ein paar Minuten drin bleiben. Dann zeige ich euch nochmal die Höhle. Ja, wir machen auch bis 10:30 nur noch. Ja, mir ist das egal, also... Wenn ich sagen, oder? Nimm der Rückfahrt auf. Also maximal bis 10:30 bleiben wir hier. Dann haben wir noch eine lange Rückfahrt zurück. Die Beerdigung. War Ihre Beerdigung hier vor Ort? Wurden Sie hier beerdigt? Was für eine Zielen? Was meinen Sie mit Zählen? Wo sind Sie gerade am Zählen, mit wie vielen Leuten wir hier vor Ort sind? Wir sind mit 7 Leuten hier. Immer geträumt. Was haben Sie immer geträumt? Haben Sie das schon immer geträumt, dass hier mal 7 Leute vor Ort sind? Oder dass Leute sich nett mit Ihnen unterhalten?
Wie gesagt, Sie brauchen von mir keine Angst zu haben und von den anderen auch nicht. Sollen wir uns vielleicht nochmal vorstellen, wer wir sind? Sie brauchen vor uns keine Angst zu haben. Drogen. Wurden hier früher Drogen angebaut oder war hier früher mal eine Plantage? Wurden hier vielleicht mal Drogen versteckt und die Präsenz ist weg. Leute, ich kann euch ja nochmal. Präsenz ist wieder da. Hallo? Noch warten. Auf was sollen wir noch warten? Wurden sie entführt und hier vielleicht umgebracht? Nein, du hast gefragt, worauf wir noch warten sollen. Ich werde dir die Antwort geben. Ach so, das war die Antwort. Ja. Ja, Entschuldigung, habe ich mich vertan. Warum soll man noch auf ihre Entführer warten? Ja, wir können ganz... Bitte Sonne. Wir haben immer einmal Licht machen mit der Taschenlampe. Ich kann Ihnen ganz gerne... Ich kann Ihnen die Sonne leider nicht jetzt aktuell geben, weil wir haben im Moment... Ja, wir haben mit Nacht. Aber ich kann Ihnen ganz gerne Licht geben, wenn Sie das benötigen. Ich kann Ihnen ganz... Wir können Ihnen einmal so das Licht machen. Ist das okay für Sie, das Licht? So, jetzt mache ich das Licht wieder aus. Er liegt. Ja, was meinen Sie denn mit liegen? Wer liegt denn dort? Wurde dort vor uns einer umgebracht? Das werde ja auch Ihre Entführer erklären, was Sie da gerade mit meinten. Worauf werden wir denn warten? Bis Ihre Entführer da sind? Oder möchten die vielleicht auch mal mit uns reden? Wurden Sie vielleicht von Ihren Entführer in den Schrank eingesperrt? Oder haben Sie sich im Schrank versteckt? Wollen Sie sich mit einem Hämmern bemerkbar machen? Viele Alte.
Wenn Sie sich mit meinen Hämmern bemerkbar machen wollen, aktivieren Sie doch mal einen der Großbälle für ein Jahr. Oha. Da ist ein Schatten. Alter! Wenn Sie gerade links von uns sind, auch da liegt ein Bewegungsmelder. Können Sie den eventuell aktivieren und davon Energie ziehen? Jetzt ist der Schatten weg. Sie brauchen für mich keine Angst zu haben, ich tue Ihnen nichts. Wir kommen Frieden. Ziemlich ruhig. Dann kann ich euch ja mal eben kurz die Location zeigen. Alter, man muss wieder aufstehen. So. So, hier haben wir die Wie die Verbindung? Nee, ich hab. So, hier ist die Höhle. Ja, ich laufe gerade, das stimmt. Leute, wenn jetzt gerade, wenn jetzt gleich die Verbindung wegbricht, schreibt doch mal bitte eine 1 rein. So, das hier ist die Höhle. Auf was? Auf die Präsenz. Sind Sie gerade bei mir? Mein Teammitglied Julia sagte gerade, ich laufe auf Sie zu. Sie brauchen von mir keine Angst zu haben, ich tue Ihnen nichts. Na ihr Lieben, da kann man die Kritzelei sehen, was die Präsenz eben gerade gesagt hat. Oder Kunst. Na, ich leuchte gerade auf die Wände. Oder, na, was man halt Wände nennen darf. Na, ihr Lieben. Hier ist unser Team. Unser Team, die nur faul rumsitzen. Also das ist heftig. Das sieht so aus, als wäre da hinten die ganze Zeit wie so eine Art Gesicht. Könnt ihr halt auch sehen, geradeaus auf die Steine. So, ich mache jetzt mal die Taschenlampe weg. Das sieht aus, als wären mich zwei Gesichter anschauen.
Seid ihr auch das live am Verfolgen? Was? Seid ihr auch gerade das live am Verfolgen? Ja. Ja, dann schaut mal auf die Steine. Wo? Geradeaus auf die Steine. Das sieht so aus, als wäre da eine Frau und so. Warte, ich leuchte da nochmal hin. 68. Könnt ihr das sehen, Leute? So, ich werde jetzt nochmal. Moment. Julia, kannst du mal eben kurz die Taschenlampe so nach vorne, damit die weiter nach vorne war? Mach ich. So? Oh ne, so nicht. So, jetzt kann ich euch nochmal, Moment, die Höhle vom Weiten zeigen. Also so kann man halt am besten erkennen, wie groß die Höhle eigentlich ist. 15. Die geht bis da ganz hinten. Und halt hier oben sieht man halt so ein paar Kristallniten runterhängen, ziemlich kleine. Stalagniten. So sieht man das besser. Was meinen Sie mit getötet? Wurden Sie mit 15 getötet? Und hier haben wir wieder unsere Location, also unser Aufbau. Da unten steht der Gar 2 Meter. Die Bewegungsmelder. So, ich werde jetzt auch mal den Gimbal an Julia geben. Hier steht ihr hin. Bitte ja. Schön, Moment, jetzt kann das eben kurz ein bisschen wackeln. So, ich hab's. So. Hallo. Ja. Ups. Jetzt wackelt es wahrscheinlich ein bisschen wieder. Schatz. So. Also Präsenz ist gerade nicht da. Scheine. Ja, hier ist es ein bisschen dunkel auf jeden Fall. Ja, das Radio hörte man schlechter, gerade weil Flo gerade ein bisschen weiter weggegangen ist vom Radio und der das nicht mitgenommen hat. Wir haben gerade auch leider keine Präsenz, das war gerade der Florian. Aber der da oben, der war nicht wegen Flo oder sonst jemand angegangen. Präsenz ist auch gerade nicht da. Habt ihr vielleicht Fragen, die wir stellen können, wenn die Präsenz gleich wieder da ist? Oh, ich stehe mal kurz das Handy anders hin. Ich glaube auch. Da kommt Flo. Präsenz ist immer noch nicht da. Ist hier vielleicht noch eine Präsenz, die mit uns reden möchte? Charles.
Chaos. War hier Chaos gewesen? Ja, ich frage sofort eure Fragen. Unterwegs. Sind Sie unterwegs? Oder sind Sie unterwegs hier in der Höhle? Wurden Sie hier in der Höhle eingesperrt? So, das blendet ein bisschen. So, nee, das blendet. Ja, die Vermutung haben wir auch schon, Luna, dass er hier in der Höhle irgendwie verstorben ist. Also hier ist auf jeden Fall irgendwas in der Höhle passiert. Das war gerade der Fabs. Aber da oben, den kann Fabs nicht ausgelöst haben. Haben Sie nie geheiratet? Sind Sie hier in der Höhle deswegen verstorben? Oder sind Sie vorher gestorben hier in der Höhle? Wer ist? So, Präsenz ist gerade weg. So, Sandra, die Geschichte zu der Höhle wissen wir leider nicht. Wir wissen leider nicht, was hier genau passiert ist. Warum wir denken, dass hier eine Präsenz ist, weil die Präsenz gerade mit uns redet die ganze Zeit. Deswegen wissen wir, dass hier eine ist. Da oben. Nee, das war nicht ihr. Ihr wart unten auch angegangen. Sonst wäre er da unten auch angegangen. Ja, Wasser könnte eventuell sein, weil hier in der Nähe auch ein Fluss fließt. Schatz, du stehst vor der Kamera. Sorry. Deswegen, danke für die Geschenke. Sogar ist gerade jemand aufgespannt. Ja, verschüttet kann auch sein, weil die... Was ist zu spät? Gerade ein paar Erfahrungen gemacht, was hier früher so gewesen ist in der Höhle. Ja, sagen wir gleich, wenn sobald die Präsenz wieder weg ist, würde ich sagen. Ja. Sind Sie hier vielleicht gestorben in der Höhle? Fliegt. Sind Sie eben hier als Schatten vorbeigeflogen, die wir gesehen haben? Danke fürs Folgen. Danke fürs Teilen und für eure Likes. 39. Was meinen Sie mit 39? Sind Sie mit 39 hier verstorben? Ja, könnte sein. Absturz im Krieg mit dem Flugzeug. Kann sein. Wo siehst du zwei Augen, Nancy? Mach einen Screenshot zur Not von und stell es bei uns in der Telegram-Gruppe rein. Alle Gütern. Sechs oder sieben. Ist das hier Ihr Land mal gewesen? Von Ihnen das?
Komm bei Flo in der Bio. Um Profil in der Bio steht der Link dazu. Also Leute, wir warten jetzt gleich mal, bis die Präsenz weg ist. Dann werde ich euch da ein bisschen was drüber erzählen in die Höhle. Aber den Standort würde ich trotzdem nicht verraten. Nein. Und danke fürs Folgen. Können Sie uns vielleicht verraten? Glänzend. Können Sie uns verraten, was hier mal passiert ist, wenn es Ihr Land war? Tragisch. Ist was Tragisches hier passiert? Präsenz ist wieder weg. Ja, Präsenz ist weg. Also wir haben gerade hier vor der Hülle steht ein Schild mit ein bisschen Geschichte, was hier früher so gewesen ist. Und zwar, die Höhle diente früher als Munitionslager. Und auch hier haben Bauern, die hier in der Umgebung früher einen Bauernhof hatten, ihr Getreide gelagert. So, danach sind wohl Forscher hier hineingekommen und haben Knochenreste gefunden von irgendwelchen Tieren. Von Bären, Wölfe, Hyänen, Riesenhirsche und irgendwelche Nashörner, keine Ahnung. Wollnashörner oder sowas, keine Ahnung, was für Tiere sind. Ja, und halt noch andere Knochen wurden halt hier gefunden. Das alles im Jahr 1980. Hat er 80 gesagt? Der hat 86, ja, meine ich, gesagt. So ungefähr die ganze Zeit. Kann ich gleich mal nachschauen. Naja, liebe, im Moment ist es hier auch ziemlich ruhig. Genau, ich würde sagen... Wir werden jetzt auch gleich abbrechen. Ich werde gleich nochmal mit ein paar Leuten hier rumlaufen, euch nochmal die Location zeigen. Genau. In der Zeit bauen wir dann ab. Habt ihr was gesehen? Ja, da oben ist was. Kann aber auch eine Fledermaus. Nee, sein. Fledermaus. Unten auf dem Boden. Auf dem Boden. Da geht's gleich. Ja. Da ist er. Der geht raus. Wo? Da oben. Wahnsinn. Und er hat die Höhle verlassen. Nein, der kommt nicht. Da. Jo, was ist der Kreiser? Ey, was ist das? Ich wollte erklären, was ist das denn? Ewigkeit, sagt gerade die Präsenz. Was meinen Sie mit Ewigkeit? Hey, ihr Lieben, wir wollen die Follower da draußen ja jetzt nicht verarschen. Den Schatten, den wir gerade gesehen haben, war ein Tier an der Taschenlampe. Ja. Emily hat gerade nachgeschaut. Da haben wir uns leider jetzt auch ein bisschen vertan. Ja, war leider ein Tier. Wir wollen euch ja nicht da draußen irgendwie verarschen, wir wollen euch ja natürlich zeigen, dass es nach dem Tod auf jeden Fall was gibt. Ja. Ansonsten bringt das für uns ja auch keinen Sinn, eine paranormale Untersuchung zu machen. Genau. Braune Haare. Ich hab dunkelbraune gefärbt. Ja, vielleicht sieht er dich als brauner Haare. Wie meinen Sie mit den braunen Haaren? Was ist das denn so? Mir ist ein bisschen kalt. Ja. Vielleicht nicht, wenn man hochlaufen muss. Runter. Nee, das ist ja auch hoch. Das ist aber auch hoch.
Ja, ich würde mal sagen. Lichter gehen aus. Alter. Alter, das Haus da. Das Haus, was kann ich mehr? Ich sag's euch doch die ganze Zeit. Ich guck da die ganze Zeit. Wir haben Leute. Und habe es ich schwenk einmal rüber. Lichter gehen aus und bei dem Gebäude gehen. Da hinten, da ungefähr. Warte, gib mal die Taschenlampe. Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenlampe. Kerze. Da hinten ist ein Haus. So. Und da waren gerade eben noch Lichter an. Und jetzt sind sie einfach raus. Frau. Nee, das Schloss ist noch ein kleines Stück weiter oben. Doch. Natürlich, das ist ein bisschen lang gegangen. Ja. Und es ist nicht angegangen. Dann waren alle drei Lichter an. Was stand da? Auf welches Fenster? Auf welches Fenster? Tropfen von oben aufs Auge. Das wird aber schlimmer. Okay, danke Nancy. Wir schauen uns gleich einmal die Bilder in der Telegram-Gruppe dann an. Wir warten jetzt noch, bis sie Leichen. Ja, das passt. Sehr gut. Wir warten jetzt nur noch die Präsenz ab. Und dann, Das sieht ja so gut, wenn man nicht mehr noch auf jeden Fall auf Präsenz ist noch ein paar Kilometer fahren. Die Präsenz ist noch ab, ich warte noch die Präsenz ab und dann mache ich das Ghost Radio aus. Ja, wir sind öfters unterwegs. Eigentlich. Wer scheiterte? Eigentlich so gut wie jeden Samstag versuchen wir live zu gehen in der paranormalen Untersuchung. Und Präsenz ist weg. So, ich nehme euch jetzt mal eben mit. Ich habe euch ja versprochen, ich zeige euch nochmal die Location. Ah ja. So. So, jetzt gehe ich mal ein bisschen weiter in die Höhle rein. Boah, es hat matschig hier, ey. Aufpassen, dass ich nicht ausrutsche hier. Kunde gemacht. So. Ja, ihr Lieben, ich würde mal sagen, das war's für heute. Wir bauen jetzt hier gerade noch ab. Ihr habt die Location gesehen. Ich kann euch auch noch mal ganz gerne die Geschichte von der Location zeigen. Hier ist die Geschichte von der Location. Ja, ihr Lieben.
Jetzt könnt ihr, habt ihr gesehen, wie die Location hier heißt. Hier oben steht der Name. Eigentlich bin ich ja so einer, ich verrate keine Location, aber mein Gott, das ist ein frei zugänglich. Ihr könnt ja mal nach googeln, dann wisst ihr auch, wo wir uns befinden. Und hier, so sieht das Ganze halt aus. Ziemlich geil. Alles Felsen und so drumherum. Hier ist unser Team wieder. Ich hoffe, Leute, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Macht das Plus weg, auch bei den Moderatoren, bei Angie, Nathalie, Emmy, Farbs, Roger, meine bessere Hälfte Julia und halt auch bei all den anderen natürlich. Kommt ganz gerne bei uns in der Telegram-Gruppe hinein. Da wird auch immer wieder über Lost Places gesprochen, über Geister. Und da könnt ihr euch auch gegenseitig austauschen über eure Erlebnisse, was ihr mal so erlebt habt. Es wird sich darüber auch nicht lustig gemacht. Ganz im Gegenteil, wir stärken uns gegenseitig den Rücken. Auch ich als Kind und als Jugendlicher habe schon vieles erlebt und mir ist auch schon vieles passiert. Aber dazu werde ich nochmal ein extra Video machen. Ja, ihr Lieben, dann sage ich mal schon mal tschö. Wir werden uns jetzt gleich hier auch verabschieden, auch natürlich von den Präsenzen verabschieden. Das werden wir natürlich auch im Live noch zeigen, damit ihr keine Angst haben müsst, dass uns irgendwas passiert. Wo sind die anderen denn? Ja, sind noch da. Da kann man das Taschenlampenlicht sehen, da ganz hinten. Die Höhlenmenschen hier. Und da haben wir den ganz großen Höhlenmensch hier mit einer grünen Jacke. Ja, wir werden auf jeden Fall vorsichtig fahren, weil wir haben jetzt noch über, lass mich lügen, fast 200 Kilometer auf jeden Fall noch vor uns, die wir fahren müssen. Aber die Location hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir werden hier auch nochmal des Öfteren sehen kommen. Vielleicht auch mal tagsüber im Sonnenlicht. Oder vielleicht auch mal im Sommer, wenn die Glühwürmchen hier rumfliegen. Ich kann mir ja ziemlich geil vorstellen, auf jeden Fall, wenn hier die Glühwürmchen und so sich hier durch die Gegend fliegen. Na gut, ihr Lieben. Wir werden jetzt noch. Die hier sind gerade einmal schwül. Die anderen erkunden gerade die Höhle. Ich sag's schön, Leute. Danke, dass ihr dabei wart. Lasst bitte alle einen Daumen da, wenn ihr das möchtet. Wenn ihr auch auf Paranormales und Lost Place steht. Danke. Tschüss. Du auch? Nee. Tschüss. Emily traut sich nicht. Nee. Naja, nicht jeder will gesehen werden oder will sich hier vor der Kamera zeigen. Soll man ja auch respektieren. So, ich verabschiede mich hier auch an der Location. Ihr lieben Seelen, bleibt bitte vor Ort, kommt nicht mit. Ihr habt es hier recht schön. Es war heute sehr interessant. Bis dann, auf Wiedersehen. Ja, gut, ihr Lieben. Dann schreibt mal, dass es hier abgelaufen ist. Ich werde aktuell keine Live-Anfragen annehmen, sorry. Tschüss. Bis dahin, ciao, Leute.